Gegenwart ist Vergangenheit. Die Fantasie ist Teil der Realität. Und wir haben die Bremsen gelöst. Wir denken messerscharf und denken gleichzeitig überhaupt nicht. Das ist ein gutes Gefühl. Wir versuchen nicht mehr irgendwas zu kontrollieren. Uns durchströmt ein warmer Schwall von Chemikalien. Wir treiben dahin. Ist das ein Hirnschaden? Wir vergessen allen Schmerz und die Qualen des Lebens. Wir wollen woanders hin. Wir haben vor nichts mehr Angst. Unsere Unsicherheit ist in Luft verpufft. Wir schweben in den Wolken und haben uns weit geöffnet. Wir sind Raumfahrer, die die Erde umkreisen. Ja, die Welt sieht von hier oben wunderschön aus. Wir sind Fanatiker, die nach dem Unerreichbaren streben. Wir riskieren unseren Geisteszustand für Augenblicke zeitweiliger Erleuchtung. So viele Ideen, so wenig Erinnerung. Der letzte Gedanke, schon ermordet von der Erwartung des Nächsten. Uns eint ein überwältigendes Gefühl der Liebe. Wir treiben gemeinsam dahin. Wir sind zusammen. Ich wünschte, das wäre auch in Wirklichkeit so. Wir erstreben eine universelle Ebene der Gemeinsamkeit, auf der wir entspannt sein können. In Gegenwart von jedem. Wir sind im Einklang. Wir sind Teil der Bewegung. Eine Bewegung, die zu fliehen versucht. Wir winken zum Abschied. Letzten Endes wollen wir alle nur glücklich sein. Ja. Ja. Moment mal. Wovon habe ich da gerade geredet?